Wo früher mal Militärjets gelandet sind, wird die Ruhe jetzt höchstens noch durch Vogelgezwitscher unterbrochen. Ich spreche von der Naturerbefläche in Hopsten-Dreierwalde. Wie viele Militärflächen ist auch dieses Areal an die Deutsche Stiftung Umwelt übergeben worden, um hier geschützte Lebensräume zu erschaffen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. 5 Jahre danach waren wir noch mal vor Ort und haben ein kleines Idyll entdeckt. Der ist jetzt da, ist er jetzt, so auf 130 Meter. Das sieht man ihn sehr gut. Der große Brachvogel. Den zu beobachten ist für Rainer Schmidt was ganz Besonderes. Der Förster ist für das Naturschutzgebiet hier in Hopsten-Dreierwalde zuständig. Seit 5 Jahren gibt es das. Damals sah es hier in Sachen Artenvielfalt noch ziemlich trostlos aus, sagte er. Ich kenne diese Fläche, wo hier noch Hunderte von Starts und Landungen von Phantomjets stattgefunden haben. Ich kenne diese Fläche aus Zeiten des Kalten Krieges. Da hatten wir kaum einen Brachvogel, wenig Feldlärchen, gar keine Kiebitze. Das Bild hat sich mittlerweile deutlich verbessert. So sah es bis 2017 aus. Alles in Militärhand mit Start- und Landebahn. Dann gingen 200 Hektar an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Ein Teil des Areals wurde rückgebaut für den Naturschutz. Eine Investition von fast 4 Millionen Euro. Die Idee war, hier auf einer Militärbrache auf großer Fläche zusammenhängende, funktionierende Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen, ohne der Landwirtschaft wertvolle Ackerflächen entziehen zu müssen. 200 Hektar Ausgleichsfläche für bedrohte Tierarten wie den großen Brachvogel, die Rohrweihe, den Kiebitz. Neuestes Projekt dieser Teich. Irgendwann hatte Schmidt hier Geräusche gehört und Fachleute geholt, die mit Unterwassermikrofonen kamen. Wir haben festgestellt, dieses Gewässer hat noch Restvorkommen der Knoblauchkröte. Und deswegen haben wir diese Maßnahme hier umgesetzt, um diesen Besatz der Knoblauchkröte hier zu stabilisieren. Eine kleine Sensation. Also haben sie den Teich für diese bedrohte Kröte renaturiert. Doch heile Welt ist hier nicht. Schmidt sorgt sich um den Grundwasserpegel. Er sinkt. Es regnet zu wenig, seit Jahren. Der Bund muss nacharbeiten, Blenken vertiefen, Gräben stauen, so wie hier, damit nicht zu viel Wasser abfließt. Wasser ist elementar für Insekten. Wo Insekten sind, sind Vögel, sind Fledermäuse. Also offene Wasserflächen sind Grundvoraussetzung für den Erfolg dieser Naturschutzmaßnahmen. Zweimal in der Woche ist Rainer Schmidt auf der Fläche, um zu schauen, wie sich das Biotop entwickelt. Er hat alle Veränderungen mitbetreut. Und manchmal fühlt es sich für ihn so an, als wäre es sein ganz persönliches Projekt. So eine Maßnahme begleitet man nur einmal im Leben, ja. Und wer sich das Gelände mal persönlich anschauen möchte, kann man machen. Man kann sich für den Besuch anmelden.